Hallo und jetzt willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Old Republic Sith Krieger Die bzw. Sith Juggernaut. Taxi-Plattform Letzte Folge waren wir hier im Tal der Arbeit. Können zum Glück raus, denn ich habe keinen Bock mehr aufs Arbeiten. Gut, wir müssen aber leider noch weiterarbeiten. Ich hätte nämlich niemanden angeschrieben, nee, dachte schon. Wir müssen jetzt in den Axialpark. Da fahren wir auch direkt noch mit der tollen Bahn hin. Und mich wundert es ehrlich gesagt, was hier passieren würde, wenn jetzt Gegenverkehr kommt, weil eigentlich würden sie sich auch genau kollidieren. Das hier ist ja nicht instanziert oder so. Das da unten ist übrigens die Bahn der Republik. Hier. Die treffen sich also hier. Und das ist übrigens auch der Weg in ins republikanische Gebiet, das Imperiale. Das geht nämlich theoretisch. Wenn man halt weiß, wie. Ist natürlich ein bisschen schwierig, das rauszufinden. Habe ich auch damals selbst rausgefunden. Also ich habe da keine Tutorials oder so auf YouTube geguckt. Gibt's sowas überhaupt? Boah, es leckt ganz schön hier, weil er wahrscheinlich gerade das Gebiet lädt. Okay, ist es auch direkt hier. Axialpark. Könnte ich mir gerne durchlesen. So. Ich muss mal meine Zeit jetzt zurückstellen. Wir sollen einerseits hier diese drei Artilleriekanonen kaputt machen. Das wäre ja sehr hilfreich, wie wir letzte Folge erfahren haben. Und wir sollen da rein, Jedi-Spionen. Kriegen wir wieder eine neue Rüstung? Okay, sieht auch nicht schlecht aus. Ich glaube, hier in dem Gebiet steht auch irgendwo, glaube ich, der Weltboss vom Krakow-Event, wenn das jetzt hier wäre. Oder täusche ich, kann mich auch gerade täuschen. Das weiß ich jetzt gar nicht, weil irgendwie wäre das nämlich ein bisschen zu dicht an der Endbasis, ne? Und vielleicht gibt es auch nur viele Gebiete, die halt so aussehen, deswegen täusche ich mich gerade vielleicht auch. Weiß ich nicht. So, da in der Mitte wäre der Coronet-Zoo, das wäre der Weltboss vom Planeten. Der gibt übrigens auch zwei Titel. Einerseits, wenn man gegen den verliert, dann kriegt man den Titel der Pechvogel und wenn man gegen den gewinnt, kriegt man den Titel der Glückspilz. Sollte man auch wissen. Und einerseits ist auch das Suchdrüdengebiet und auch ein hier unten. Ein Item, was man für das Flotten-Datacron braucht. Also falls ihr das Flotten-Datacron noch nicht habt, habe ich aber dem entsprechenden Corellia-Datacron-Video und auch in dem Flotten-Datacron-Video, glaube ich, sogar erklärt. Ich glaube, es war sogar nur in dem Corellia-Video, ne? Also Corellia-Datacron-Video am besten, da habe ich es auf jeden Fall erklärt. So, das sind natürlich die Geschütze, ne? Werden ja gar nicht angezeigt. Was erreicht? Weite. Letzte noch eins. Boah, boom. Das macht ordentlich Bums. Fragst du, wie dicht muss ich denn dran stehen? Okay, das reicht. Okay, man sieht zwar, dass das 3D-Modell einfach ausgetauscht wird, aber muss ja nicht ohne jeder wissen. So, wo ist denn noch eins? Wir brauchen drei Geschütze. Da hinten ist noch eins. So, Schutz der imperialen Truppen ist fast geschafft und zwar genau jetzt. Zack, gibt wieder ein bisschen schön EP. Jetzt geht's da rein. Geht es gar nicht instanziert, sehe ich gerade. Weil es so rot ist und weil da ja grüne Typis drin sind. Achso, es ist der imperiale Außenposten. Ja gut, dann ist es sowieso für uns. Hier kriegen wir jetzt bloß unsere Quest. Halt! Gebt euch zu erkennen oder sterbt! Ganz ruhig. Ich bin euch freundlich gesinnt. Seht euch in Acht, Imperialer. Ihr seid ja witzig. Ich glaube, die Waffe aus der Anschlag. Auch an eurem Tag könntet ihr mich nicht töten. Was? Sprecht lauter! Ich habe immer noch das Artilleriefeuer in den Ohren. Wovan schickt mich? Schattenhand würgen. Psst, die wollen uns doch nicht verraten. Um euch das Artilleriefeuer aus den Ohren zu quetschen. Und jetzt hört zu. Ich will die Informationen, die ihr für Darth Vovron gesammelt habt. Verzeihung, vergebt mir, mein Sith Lord. Die Artillerie hat mich ganz verrückt gemacht. Ich habe einen Hinweis auf Darth Baras anderen Spion. Ein Jedi-Team ist heimlich auf Corellia gelandet. Ich habe eine Nachricht von einem von ihnen an Baras abgefangen. Die anderen Jedi sollen in eine Todesfalle geführt werden.
Und wie heißt er? Sag mir, wo ich hin muss. Ich werde die Falle sein. Könnt ihr mir den Standort des Jedi-Teams mitteilen? Ja, das kann ich. Die Jedi bereiten sich in einem Bunker der Republik vor. Von da aus werden feindliche Sondertruppen ausgesandt. Es ist also höchst riskant, dort einzudringen. Für mich ist es ein Kinderspiel. Eure Aufgabe ist erledigt. Behaltet eure Spekulationen für euch. Ich werde den Bunker schon räumen. Ich habe noch nie gehört, dass es jemals jemand mit so vielen Feinden auf einmal aufgenommen hätte, zumal am Ende ein Raum voller Jedi wartet. Wenn ihr fertig seid, gebt mir von außerhalb des Bunkers Bescheid. Ich schicke dann das Armageddon-Bataillon, um den Bereich zu sichern. Ich erstatte jetzt Vovron Bericht. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Finde den Jedi-Spion, alles klar. Ich weiß, die Gefährten wollen wir besprechen, aber das machen wir dann nach der Story noch. Da wird es sowieso noch 1-2 Folgen geben. Also der Story-Finale ist nicht der finale Part, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Ich muss da lang, ne? Oben lang, glaube ich. Ich hoffe es. Weil wenn ich ja nach links gehe, wäre da ja der Dingsterbumster, der Coronet Zoo. Wo ich ja nicht hin möchte. Das Zeichen sehen so nice aus. Okay. Auch wenn dieser Gang irgendwie in die falsche Richtung führt, aber ich denke immer, das soll so. Diese Passagen, die wo wir jetzt gerade durchfahren, die haben wir vorhin schon gesehen und die werden wir auch noch öfter sehen. Der Planet besteht so gesehen nur aus solchen Passagen hier und aus diesen Außengebieten. Und das ist eben das, was hier so extrem langweilig ist. Ich glaube, das hier ist sogar schon Republik, ne? Die Republiken haben ja, wie gesagt, schon ihr eigenes Schienensystem. Also ihr eigenes Bahnsystem. Die fahren ja nicht auf den gleichen wie auf dem Williams. Okay, wo müssen wir denn hin? Da. Zum Geheimbunker, ja gut. Jetzt ist er nicht mehr geheim, weil ich es ja gefunden habe. So. Geheimer Bunker der Republik, ja. Der scheint ja nicht geheim zu sein, denn der ist relativ leicht zu finden. Der ist ja nicht mehr versteckt oder so, ist einfach nur ein Eingang. Da habe ich echt mehr erwartet. Hier ist schon was versteckt. Das ist ja noch so versteckt, dass man es eben nicht findet. Deswegen heißt es ja Versteck. Okay, die Musik, man hört leicht Star Wars Musik. Die hört man jetzt vielleicht im Video nicht, weil ich ja die Musik extrem leise gestellt habe. Und ich eben keinen Bock habe, irgendwelche Probleme wieder mit dem GEMA-Zeug das zu kriegen. Okay, das war knapp. Ein Glück habe ich ja die wütende Verteidigung, wo ich mich wieder hochreihen kann. Hätte vielleicht sogar auch letzte Folge machen können. Mit dem einen Gegner da. Ja, komm, hau ab. Springe eben erst den hier an. Dann, ja, die Schleckschubsen kann ich gerade nicht. Die möchte ich jetzt einfach so. Ich gebe so viel XP, ne? So, 70 Sekunden ist der Schub auch vorbei. Aber kann es sein, dass die nicht weiterlaufen, während Gespräche sind? Das kann natürlich sein, weil ich wundere mich immer, dass die Folge schon vorbei ist, obwohl ich gerade jetzt 10 Minuten von dem Schub verbrauche. Aber es kann natürlich sein, dass die bei Gesprächen nicht weiterlaufen. Jetzt wird es eher das Gefühl. So, jetzt ist er weg. Aktivieren wir fixen 9. Ups, noch nicht rein da. Nein, ich will noch nicht rein da. Ich will den Ding erstmal aktivieren, bevor ich es gleich vergesse. So, jetzt will ich. Hier endet eure Invasion, Sith. Wir sind stark in der Überzahl. Einer von euch ist ein Sith. Nur die Ruhe, ich will euch helfen. Einer von euch muss sterben, angreifen. Ich weiß nicht, wen von euch ich umbringen soll. Am besten einfach alle. Ihr seid ebenso dreist wie dumm. Stürzt euch auf den Sith. Die einzigen Dummen seid übrigens ihr. 49, ja gut, ich bin auch 49. Aber das
Spaß mit dem einen. Komm, jetzt lass mich springen, Spiel. Mal eben jetzt mal so und jetzt kann ich springen. Ich hasse das, dass es immer noch keinen Countdown hat. Das ist so nervig. Oder warum habe ich jetzt schon wieder eins? Gar keinen Sinn, aber egal. Ich habe es ja gerade eben schon benutzt. Und jetzt hat es auf einmal gar keinen Countdown. Was ist? Ich verstehe das nicht. Das ist unlogisch. Sis, ich liege im Sterben. Mein Name ist Inyaye, Varas Spion. Ich habe mehr als 10 Jahre lang unter den Jedi gelebt. Ich hätte mich zu erkennen geben sollen. Ich dachte nie, dass ihr uns alle besiegen könntet. Es war ein tödlicher Fehler. Es wäre sowieso egal gewesen. Eure Mission war erfolgreich. Ihr sterbt als Feigling. Genau wie Varas habt ihr euch auf Tricks verlassen und euch hinter Masken versteckt. Das ist erbärmlich. So kalt. Ich sterbe in dem Bewusstsein, dass ich der Stimme des Imperators gedient habe. Okay. Kontaktiere Schattenland über Holocom. Wo ist kein Holocom? Ist das hier nicht eigentlich so ein Ding erscheinen oder muss ich erst rauslaufen? Ah ne, hier steht ja sogar Verlass. Oh. Lesen. Ist echt nicht meine Stärke heute. Karten lesen, Texte lesen. Verkacke ich irgendwie heute alles. Hier Schattenhand. Ich entsende das Armageddon-Bataillon, um den Bunker zu sichern, den ihr geräumt habt. Aber es hat einen Angriff auf Darth Vovron und eure Crew gegeben. Sie haben gesagt, ich soll euch durchstellen, sobald ihr euch meldet. Das mache ich jetzt. Verzeihung, mein Sith Lord. Der Überfall kam ganz plötzlich. Ein unbekannter, sehr starker Angreifer. Wir sind jetzt auf der Flucht und bringen Vovron zu einem Unterschlupf in der imperialen Legislatur. Er will, dass ihr uns dort trefft. Fehlt nur keine Zeit. Ist der Angreifer tot? Das habt ihr ja schön in den Sand gesetzt. Bitte sagt mir, dass ihr den Attentäter erledigt habt. Der war uns in jeder Hinsicht überlegen, mein Sith Lord. Wir können von Glück sagen, dass wir heil entkommen sind. Wir sind gleich am Unterschlupf. Bis später. Würdest du nicht eigentlich eher sagen, bis gleich? Wir sind gleich da, bis später. Okay, wir müssen schon ins letzte Gebiet. Okay, geht echt, aber wirklich sehr, sehr schnell. Ich war jetzt gerade bei 10 Minuten hier in dem Gebiet. Dafür jetzt fast 2,5 Folgen im ersten Gebiet. Die nächste Folge dann irgendwie auch wieder komplett im anderen Gebiet. Und jetzt eben, ja, hier. Können wir schon weiter. Die Taxi-Plattformen sind geöffnet. Ins letzte Gebiet. Was uns ja noch fehlt auf unserer Reise. Wieder mit der tollen Penisbahn. Durch die Coronet-Kreuzung. Wenn ich sehe die Karte, hat man übrigens auch so einen geilen Fahrplan-Map-Dings da. Ich nenne es immer gerne Fahrplan-Map, weil das so ähnlich aussieht wie halt bei der Straßenbahn oder bei Zügen allgemein. Das ist ein sehr schönes Feature. Regierungsbezirk. So. Als Kind habe ich immer versucht, da hochzukommen. Also hier in den Tunnel. Aber das ist, glaube ich, nicht so wirklich möglich. Okay. Oder halt mit der Fähre, die da steht. Da. Irgendwie hier rauf. Aber das geht gar nicht. Das ist viel zu weit weg. Ich immer einfach wissen wollte, was passiert, wenn man hier oben drauf fährt. Es geht ja an bestimmten Stellen auch, wenn man halt weiß, wie. Aber wie man sieht, das ist viel zu weit weg und viel zu hoch. Oder halt mit diesen Kisten oder so, irgendwie habe ich das auch versucht. Oder von da aus dann noch, aber wie gesagt, das funktioniert nicht. Die Fähre steht zu weit weg. Okay, ich hoffe mal, dass wir jetzt richtig sind, wenn wir hier geradeaus fahren. Vielleicht ist irgendwo auch noch ein Dingsterbubsan-Punkt zum Bindepunkt oder Schnellreisepunkt. So, du bist ein Straßenräuber, du bist aber ein wenig feindlich gesinnt, deswegen lasse ich dich auch in Ruhe. Gut, dass es auf Korea, glaube ich, keine Polizei gibt. Kann man da eigentlich unter durchfahren? Nein, kann man nicht. Was bedeutet eigentlich dieses Schild? Warte, überall Straßenräuber und Banditen hier. Genau, da ist sogar der Schnellreisepunkt, den haben wir sogar freigeschaltet. Kapitolplatz. Nicht hier. Hier war nicht das Datacron. Nee, das war hier nicht. Ich wechsle das, glaube ich, schon wieder hier mit zum anderen Gebiet, weil die immer alle so gleich aussehen.
Okay, da vor uns Unterschlupf. Ein paar rote Garden. Da ist er, der Typ. Wo ist unsere Gefährte? Ihr habt es geschafft. Die Sache wird heiß, oder? Barras hat die Samthandschuhe ausgezogen. Dieser Attentäter war bisher der tödlichste. Erzähl, was geschehen ist. Ich hätte hier sein sollen. Ein Rückzug ist feige. Lasst nichts aus. Ich will wissen, wie es abgelaufen ist. Der Angriff kam plötzlich und war bösartig. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es gab keinerlei Panik oder Verwirrung. Eure Leute haben dem Tod ins Auge geblickt und sind nicht zurückgewichen. Captain Quinn verdient besonderes Lob. Er hat sein Leben gewagt und sich dem Angreifer gestellt. Ich mache einen vorherigen Fehler wett. Meine Hingabe an meinen Meister ist jetzt unüberwindlich. Schnee von gestern. Jetzt steht immer noch auf wackeligen Beinen. Was jetzt, Wovon? Machen wir weiter. Was gibt es noch zu tun? Barras Agenten sind neutralisiert. Ihr habt uns ins Endspiel gebracht. Es wird Zeit, dass wir beide in die Offensive gehen. Dann auf nach Korriban. Aber der Attentäter läuft nur frei rum. Wie ist der Plan? Sagt mir, was ihr vorhabt. In einer geheimen Höhle auf diesem Planeten hat Barras den Geist eines uralten Sith gebunden und versklavt. Er zehrt von der Macht dieses Geists, raubt ihr alle Visionen der Zukunft. Alles, was er geschaffen hat, entsprang ihrem Wissen. Dann stirbt der Geist. Wieso habt ihr so lange gewartet? Was ist daran so wichtig? Wenn dieser Geist der Grund für Barras Stärke ist, muss er zerstört werden. Nein, sie ist so alt wie die Macht. Sie gehört selbst zur dunklen Seite. Wir müssen sie befreien, nicht töten. Nur ihr habt die Macht, in diese Höhle einzudringen. Und nur ich kenne das Ritual, das die Fesseln des Geistes löst. Bringt mich zu ihr. Dann werden wir zum ultimativen Schlag ausholen und Barras von innen heraus unschädlich machen. So soll es sein. So soll es sein, so soll es bleiben. Das wollte ich hören. Das ist ein Versuch wert. Und dann bin ich der Begegnung mit Barras noch einen Schritt näher. Wenn wir das geschafft haben, werde ich euch persönlich in die Gemächer des Rats der Sith bringen. Übernehmt die Führung und stellt sicher, dass der Attentäter nicht auf uns wartet. Ich komme auf euer Signal nach. Finde die Wesenheit. Okay. Grau. Ich muss sagen, ich fand das aktuelle besser, ne? Egal, ziehen wir mal was anderes wieder an. Das hier wird da sowieso angepasst. Ups, das war das Falsche. Das wollte ich. So kann er hier noch die zwei Feldrationen haben. Und 51 ist jetzt so gesehen gar nichts, aber egal. Barras Versteck. Das ist doch die vorletzte Quest, die wir haben. Dann sind wir fertig mit dem Display. Okay, wir können uns eigentlich auch zurückporten, ne? Dann geht es etwas schneller. Dann müssen wir nicht den ganzen Weg wieder laufen. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Aber eigentlich kann es nicht falsch sein, der will. Haben wir so gesehen. Nichts zu verlieren. So, jetzt muss ich kurz überlegen, da lang oder da lang? Ich entscheide mich mal. Jetzt muss ich jetzt mal da hoch. Der Weg war jetzt komplett falsch. Guck mal, sowas ist Leiterschutz hier. Dass ich jetzt nicht runterfalle. Warum falle ich bitte bei Gegnern, die ein Level über mir sind, nicht runter, aber bei Gegnern, die ein Level unter mir sind? Das ist sowas von unlogisch, aber egal. So, ich würde sagen, ich fahre erstmal da lang, weil ich nämlich glaube, dass der Weg in die falsche Richtung führt. Das sieht ja auch sehr geil hier aus. Aber da müssen wir nicht rein.
Taktik auf Hätte des Imperiums, dann kommt Frontangriff. Nee, Frontalangriff, hä? Wo heißen die beiden Quests denn gleich? Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Gut, da müssen wir nämlich rein. Die Gegner will ich nicht besiegen, deswegen fahre ich da einfach schön dran vorbei. Scheiße. Darfbares Geheimversteck. Okay, da müssen wir rein, dann müssen wir da nochmal rein und dann ist da das Teil. Der Fahrstuhl. Ich sehe gerade, dass die Folge eh gleich zu Ende ist. Und da würde ich sagen, hinfahren tun wir noch und dann vor der Tür machen wir dann Schluss. Denke ich mal, dann nächste und übernächste Folge dann noch Story. Und dann übernächste Folge dann entweder noch Gefährtengespräche und Ende oder halt komplett Ende. Müssen wir halt schauen. So, hier ist noch gleich der Eingang. Und da machen wir dann auch erstmal ein Folgenende. Das ist ja schon 17.18 Uhr und so lange soll es eigentlich auch nicht mehr dauern. Ich denke, was sollten wir heute in der Session auch noch schaffen hier alles. Von daher, ups, ich werde es wegpacken. Euch eine wahre Zeit und möge die Macht mit euch sein. Ciao.